bin heute hier in Golling, um die Gollinger Wasserfälle zu fotografieren. Ich war hier noch nie, will mal den Berg jetzt hier hochlaufen, mit dem Wasserfall anschauen, ob das ein cooles Fotomotiv ist. Vor allem jetzt ist Nachmittagszeit, bin gespannt auch, ob die Sonne auch im richtigen Winkel steht. Ich lasse mich überraschen, sei dabei und wird bestimmt eine witzige Tour. Also, was erwartet euch hier? Der Parkplatz kostet schon mal pro Tag 5 Euro Stehplatzgebühr. Dann ist der Wasserfall hier schon mal ausgeschildert. 5 Minuten Gehzeit, aber nach 5 Minuten kommt ihr erstmal im Kassenhäuschen an. Da zahlt ihr dann nochmal Kohle, dass ihr hier auf den Wanderweg dürft. Also das muss man beachten, schön viel Kleingeld mitnehmen. Mal schauen, ob oben Foto machen auch noch Kohle kostet. Das erste Highlight der Tour ist die Mühle am Wasserfall. Hier auf dem Foto schaut ihr noch ein bisschen älter aus, als sie jetzt aussieht, aber die werden wir uns nachher auch noch mal schnappen. Und hier stehe ich immer noch unterhalb des Wasserfalls. Ich kann ihn höher noch nicht sehen, aber die Gischt fühlt man schon auch im Gesicht. Hätte gar nicht duschen müssen heute früh. Wow, ist schon imposant. Also der Wasserfall ist ja riesengroß und laut vor allem. Ich glaube, da vorne können wir gar nichts in die Kamera sprechen. Aber die Bilder kann ich euch mal zeigen, wie der aussieht. Das ist riesig, echt. Also hier an dem Spot sollte man, wenn man mit Filtern fotografiert, viele Brillenputztücher, Objektivputztücher mitnehmen. Weil hier ist echt eine Gischt, vielleicht sieht man es im Video nicht, aber es ist hier unten echt nass. Der Wasserfall ist echt gewaltig, ohne Scheiß. Jetzt kann ich verstehen, warum sie hier Eintritt verlangen. Hier ist bestimmt viel los im Sommer. Was hier Sinn macht, ist, sich einen guten Vordergrund zu suchen. Da vorne sind grün bewachsene Felsen, also grüne, moosbedeckte Steine. Wenn man da irgendwie hin kann, ich habe jetzt keine Gummistiefel dabei, aber wenn man da hin kann, glaube ich, ist es ein Top-Spot, um zu fotografieren. Das ist absoluter Hammer. Man muss hier ständig nachwischen, nach jedem Bild einmal drüber putzen. Das ist also ganz schön schwierig, hier zu fotografieren. Die Farbe des Wasserfalls ist wunderschön, aber man kommt hier nicht mehr mit dem Nachwischen hinterher. Also das hier wird echt eine schnelle Nummer. Aus der Hand, einmal Querformat, einmal Hochformat mit diesen grünen Steinen da im Vordergrund und das war's. Das macht sonst keinen Sinn hier. Die Gischt ist so heftig, dass gleich alles klatschnass wird. Thank you.
Also kann man machen, muss man aber nicht. Für mich reicht's. Langzeitbelichtungen kannst du hier vergessen ohne Ende, ey. Also nur wegen diesem Wasserfall hierher zu fahren, macht meiner Meinung nach keinen Sinn, vor allem nicht am Nachmittag, der liegt ja komplett im Schatten. Aber es gibt hier diesen schönen Bachlauf, diesen Wildfluss, sage ich mal, der schön, den kann man gut fotografieren. Oder auch in Verbindung mit dieser Mühle da hinter mir. Die Wasserräder drehen sich jetzt gerade nicht, aber die kann man auch ganz gut in Szene setzen, vielleicht mit einer Langzeitbelichtung, damit das Wasser so ein bisschen verschwimmt. Aber leider führt die Mühle gerade kein Wasser. Das wäre eigentlich noch das i-Tüpfelchen, ne, wenn die sich drehen würde. Aber da geht nichts. Da kann man auch kein natürliches Wasser von oben drauf lassen. Das bringt nichts. So einen Strahl habe ich gar nicht. Der Perspektive könnte es gehen, aber es ist halt schade, dass kein Wasser gerade drauf ist. Sicherer Stand ist hier echt wichtig. Deswegen Leute, Landschaftsfotografie geht am besten mit einem stabilen Stativ. So mache ich jetzt das Bild. Ich fokussiere jetzt trotzdem mal das Mühlrad, weil das einfach so am schönsten für mich ist. Und lasse jetzt auch absichtlich hier bei dem Bild die Bäume oder die Baumspitzen weg, weil der Himmel einfach nur weiß ist dahinter. Das schaut nicht so gut aus. Von der ISO her bleibe ich auf 100. Belichte jetzt mal ein Achtel auf einer 6er Blende. Haut mich aber nicht um. Haut mich null um. Ich habe die Hoffnung, dass wir den Wasserfall vorne noch viel besser fotografieren können von der rechten Seite. Da scheint weniger Gischt zu sein. Da möchte ich nochmal hin. Es ist sauglatt. Trotz Wanderschuhen bin ich vorhin schon ins Wasser einmal getreten. Ging noch mal gut. Wenn man auf den Wasserfall schaut, ist die Möglichkeit von der rechten Seite zu fotografieren die bessere, finde ich zumindest, weil da weniger Gischt ist. Aber am Nachmittag ist halt das Licht weg, das muss man wissen.
Aber hier habe ich ein, zwei Möglichkeiten gefunden, hier zwischen den Steinen zu fotografieren. Und ich war vorhin auch ganz, ganz nah dran am Wasserfall, so an der Seite. Und da hatte ich auch meine Freude. Bin aber auch ein bisschen nass geworden. So, Gollinger Wasserfall. Extra herfahren würde ich jetzt nicht wegen dem Wasserfall, aber wenn man eh in der Nähe ist und fährt die Autobahn aus dem Urlaub nach Hause, kann man hier schon mal einen Zwischenstopp machen. Auch mit der Familie, weil man da echt in wenigen Minuten am Wasserfall ist. Aber so als reine Fototour bezweifle ich. Zur Uhrzeit ist auf jeden Fall zu sagen, am Nachmittag, da war ich jetzt da, ist das schlechteste Licht, weil die Sonne da nicht reinfällt. Eher so um die Mittagszeit bis 14 Uhr oder sowas ist das Licht ganz gut da, da ist einigermaßen hell am Wasserfall. Das würde ich euch mitgeben, wenn ihr mal herfahrt. Ich habe die Erfahrung heute gemacht, dass man rechts neben dem Wasserfall weniger mit der Gischt kämpfen muss und hat da eigentlich auch die bessere Perspektive, weil von der linken Seite aus sind massenhaft Touristen vorhin angekommen und ich bin jetzt hier im Frühling da. Stellt euch mal vor, im Sommer, wie viele Menschen da hier Selfie machen wollen. Also das muss man echt beachten, auch um die Mittagszeit unter der Woche wird es hier voll sein. Ansonsten war es auch wieder eine schöne Tour und ich habe was Neues gesehen, war draußen in der Natur. Und darum geht es, Spaß zu haben, mit der Kamera Neues zu entdecken und sich ausprobieren. Bye bye, ciao, euer Sigi, heute von dem Gollinger Wasserfall.